los geht's. Deutsches Haus ist unterwegs. Ich suche noch Mitmieter. Ich habe genug Platz im Tor. Weißt du, wie so ein Gästezimmer, weißt du? Gästehandtücher, alles bereitgelegt. Da hast du gar eine eigene Toilette. Mensch, verpiss dich. Ich frage mich, wie viel das so gekostet hat. Was? Dann auszubauen, eine Menge. Ich musste Wände einreißen, ich musste neu verputzen. Mensch. Ein Schwein pfeift da. Das Ding ist aber auch langsam, Alter. Kein Wunder. 188 Tonnen. Der auch ja, schon hier kommt. Das erste Arschloch ist bei A, das nächste ist bei B da schon drüben. Ich schieß mal so rüber, Dolchschuss. Brumm, 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 brumm. Ich weiß auch, wo das Ding bei Kopf mir Führers sein. Das wird ungefähr 3 Jahre dauern, bis das Ding da ist. Hier, da habe ich schon einen von der Seite gekriegt. Hat aber nichts gemacht. Mensch. Was hast denn du da? PT6. Ja. Du hast gar nichts mehr. Da bin ich geplatzt, leider. Ja. Oh, scheiße. Ja, Leute, ihr merkt es schon. Der Hades ist ein bisschen, ne? Schnodderseuche hat er. Ja. Also, immer schön wegbleiben von ihm. Ja, ja, ja. Nicht, dass ich meine Ketten noch einen einfange. Schnodderketten, weißt du? Aha! Wir schießen da auf mich! Fuck you, man! Hier kriegst du gleich einen zurück. Hier, die düsen auch mit Jets rum, ne? Siehst du das? Hm. F86, F. Ki 200, ey! Fick die T32. Das wird, glaube ich, ein Turm abgeprallt, der Noob. Na ja, du Assi. Ich bin groß. Da oben ist die Ki 200, wenn ich das richtig gesehen habe. Japanische Mi 163. Ziel, mhm. Habt ihr das gesehen, rechts oben, Leute? So sind Abpraller hier bei War Thunder. Ja. Ja, realistisch. T92. Ew. Fuck you, shithead. Genau, so langsam müssen wir jetzt Richtung B mal durchgreifen hier. Sonst verlieren wir. Ach ja, wie ich sowas hab. Königstiger. IS-4. Okay. TZM. Mein Favoritenpanzer, gegen wie ich dem antrete. Kritischer Treffer, ja, das hat fast alles komplett zerstört bei ihm drin. Ich habe sein Gedärm umgewühlt. Ew. Oh, da ist ein Arschloch von vorne. Ah, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber meine Maus hält richtig gut aus. Hier ist ein IS-2 und so. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, dass ich gleich sterbe, aber... scheint zu klappen. Scheint zu klappen. Man hat mich für verrückt erklärt, aber es funktioniert. Du bleibst aber trotzdem verrückt. Ach komm schon. Ach komm, fick dich doch. Bin schon raus. Leck mich doch. Echt? Ja. Yeah. Das ist aber nicht gut. Du hältst doch lang genug aus. Alter, stirbst du da jetzt wirklich oder wie? Jawohl, Löwe. Oh, vor dir. Ja, Ziel unbeschädigt, Leute. Guckt euch das rechts oben an, die Abschusskamera. Guckt euch an, wie die
Panzergranaten ihren Irrweg suchen. Ey, es ist nicht mehr normal. Boah, Fander. Hier, da bin ich noch effektiver mit meiner Zweikanone, das wäre. Ja, hat er mir eine gepufft. Ah, sie. Da habe ich aber auf jeden Fall mehr Treffer mit dem Maschinengewehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ehrlich. Das gibt mir zu denken. Wo fährt man nochmal eine 128mm Kanone? Zum Kämpfen auf jeden Fall nicht. Zum schönen Aussehen vielleicht. Ja, es sieht auf jeden Fall schön aus. Hitler hat ja auch gesagt, ne, die Kanone ist zu klein. Ja, ist er. Länge ins Rohr, bitte. Boom, das hat ihn zerfetzt. Wow. T... irgendwas. T-54, okay. Hey, da vorne ist doch einer. Alex Blechle. Ja, Leopard 2 fährt hier rum. So eine Knutkiste. Ah. Leopard 1. Ah. Ja, die Kiste schnell weg. Pass mal auf. Man gleich den nächsten. Auch wieder T-54. Wow. Are you ready? Ah, nein! Und da von der Seite! Ich sehe ihn gerade schon. Scheiße. Wieder gecampt hat, ey. Ja. Ja, gecampt würde ich jetzt nicht sagen. Zuländer. Okay. Er mag also. Maximal eine halbe Stunde. Was wollen wir spielen? Okay. Ich habe noch einen Gutschein mit der Maus. Von daher. Ruhe ich die natürlich auch gleich rein. Bleib's dabei. Maus bleibt Maus. Haus. Wie habe ich ihn da jetzt abgeknallt? 3 Stück, okay. Und 2 T-54, ey, ganz ehrlich. Früher wäre ich locker gestorben durch diese Dinger. Ist auch nicht. Vielleicht habe ich Glück. Die haben nicht diese Spezialmunition sowieso. So. Ich hätte es. Muss das sein? Ja. So, verpiss dich, Arschloch. Erwischt? Ach, Quatsch. No. Mit der Zweitwaffe schieße ich einfach nur so, um ein bisschen zu nerven. Mit der Zweitwaffe kannst du sowieso eigentlich nichts mehr anfangen. Außer vielleicht ein bisschen anzuspucken. Ja, ich glaube aber bei diesem BR ist das hier unnötig. Siehst du, jetzt zeigt bei mir grün an, das ist voll gegen. Ja schon, dreh die Scheiße. Was schreibt der wohl? So eine Turbine oder sowas, das wäre geil, Alter. Dass du da richtig losfeuern kannst mit dem Gerät, weiß ich mal. Ja, das war die Mission. Sauber.